Ich grüße euch zu einem neuen Christmas-Vlog auf meinem Kanal. Wir haben heute den 14. Dezember und es ist wieder schön sonnig draußen. Richtig, richtig schön. Ein bisschen windig, ein bisschen kalt, aber sehr, sehr schön. Schöne Sonne. Sehr, sehr schöne Sonne. Ja. Also, ich habe heute den neuen Winterpulli an. Ich freue mich wie ein Tier. Ich freue mich so mega darüber, weil der ist so schön flauschig und so kuschelig und so warm. Und ja, ich werde mir heute meine Winterpullis suchen, damit ich die dann anziehen kann. Und geduscht, Haare gewaschen habe ich schon. Wir haben es jetzt kurz nach 11. Genau, ich werde jetzt gleich erstmal mit dem Hund rausgehen und dann gucken, was noch so ansteht. Mittagessen kochen. Um das Kind muss ich mich kümmern. Heute intensiver, weil Kind ist krank. Schon zweiter Tag heute. Und ja, muss mal gucken, ob ich irgendeine Suppe finde, was ich dem Kind kochen kann. Weil wir müssen eigentlich noch einkaufen gehen. Genau, mal schauen, ob ich Kind dann irgendwie Suppe machen kann. Einen Tee kriegt es gleich von mir. Und dann hoffe ich, dass es gut ist. Also fällt es am Wochenende jetzt aus. Weil wenn man halt krank ist, warum sollen die Kinder sich ja dann noch anstecken am Wochenende? Deswegen aufgeschoben ist nicht aufgehoben. Deswegen machen wir das dann wahrscheinlich nach Weihnachten zwischen den Jahren. Und ich denke, dann klappt das auch ganz gut. Genau, wenn du meinen Kanal noch nicht abonniert hast und dir der Content, den ich dir hier biete, gefällt, klick doch auf den Button. Für mich bedeutet das die Welt. Und für dich ist es einfach nur ein kleiner Klick. Und über nette Kommentare freue ich mich sowieso. Ja. So, ich habe heute zwei Weihnachtskarten wieder erhalten. Richtig schön. Diese Karte habe ich von der lieben Renate. Ich grüße dich, liebe Renate. Ich weiß ja, dass du in County Wicklow warst und da hast du die Karte geschrieben. Richtig schön. Und ja, sie ist angekommen und ich freue mich jedes Mal darüber. Und ich hoffe, ich finde meine, wie kann man sagen, Lichterkette, wo ich die alle so dran knipsen kann, bald. Und von der lieben Anke habe ich auch eine aus Alaska, auch eine schöne Weihnachtskarte wieder bekommen. Die beiden Hunde sind super süß und man kann dort vieles erleben mit der schönen Winterlandschaft und es ist wirklich traumhaft schön dort und ja, es ist immer schön, den Vierern zuzuschauen. Die beiden Hunde sind ja auch so goldig und so, so mega süß und Kind hustet hier im Hintergrund, steht da auch und ist völlig kaputt. Naja, gut ausruhen, Tee trinken. Fieber, Husten. Ja, volles Programm. Ganz schön, ja. Ja. Ich nehme für Nadine. Ja, schön. Mal gucken, ob wir das Ho, Ho, Ho hören. Musst du was trinken? Ja, Kind habe ich schon mit Tee versorgt und werde gleich ein Süppchen machen fürs Kind und ja, so ein bisschen noch einräumen hier. Und jetzt mach mal, probier mal. Ist kaputt. Hast gezogen.
Er ist batterieleer. Muss ich gucken. Kein Popo für euch. Ja, schade. Naja, ich guck mal dann später danach. Auf jeden Fall immer schöne Winterlandschaften. Ich finde es so toll, ihre Videos, wie sie die gestaltet. Und ja, ich finde es halt einfach schön, ihr zuzuschauen und Dinge über Alaska zu lernen und das Leben dort. Und ja, also mit Anke habe ich schon viele Projekte gemacht und kenne sie jetzt schon mega lange. Und wir reden auch so privat immer mal, wenn sie Zeit hat zwischen den Schlitten, Hundefahrten und ja. Ja, genau. So, ich habe meine Mütze wieder aufgesetzt, weil es ist mega kalt heute wieder. Wir haben minus 1 Grad gerade am Tag. In der Nacht kann es schon mal minus 7 werden oder minus 8. Ist gar nicht so typisch für Irland normalerweise. Ja, ich wollte jetzt ein paar Sachen noch in mein Zimmer reinräumen und heute Nachmittag räumen wir dann dieses Chaos mit diesen ganzen Kartons auf. Ja, mal schauen, wie es dann, dass wir dann da so ein bisschen Luft wieder bekommen und die fahren wir dann alle zum Recyclehof irgendwann nächstes Jahr. Wir packen die jetzt erstmal in die Garage und ja, es ist halt viel Verpackungsmaterial, was da so zusammenkommt. Eine Sache muss ich euch unbedingt noch zeigen. Und zwar, wir haben jetzt die Gardinen gewaschen, denn wir haben gestern den Raum hier so ein bisschen hergerichtet, haben den Tisch ein bisschen anders gestellt und ich bin total fasziniert davon, was man mit so ein paar kleinen Handgriffen alles machen kann, dass der Raum schon mal viel, viel schöner aussieht. Und ich habe jetzt auch wieder eine Computerecke, wo ich die Videos schneiden kann. Und die Sonne scheint hier so wunderschön rein und auch der Sunroom wärmt sich gerade so ein bisschen auf. Und ich finde es halt einfach schön, dieser Geruch von frisch gewaschener Wäsche. Die Stadt ist auch aufgebaut und ich mache heute Abend mal Licht an. Und dann müssen wir auch noch einkaufen gehen. Wir hatten jetzt auch heute Morgen den Kamin an, den Ofen an. Nichts Kamin, Ofen. Und ja, es gibt sehr viel Wärme ab und es ist richtig schön und rettet uns jetzt momentan. Also, oh, das ist so mega schön warm. Oh Mann. Ja. Wie gesagt, gestern so ein bisschen aufgeräumt und ich bin so happy damit. Ja, gesaugt, gewischt und gemacht und getan. Da steht jetzt unsere Schale wieder, wo wir Sachen reintun können. Ja, unser neuer Tisch wird ja auch noch hier aufgebaut. Das ist ja nicht von uns, das haben wir ja so von denen erstmal übernommen, damit wir was zum Sitzen haben. Und ja, wir haben jetzt so gedacht, dass Weihnachten dann auf jeden Fall unser neuer Tisch steht. Dieser Raum wird hier als letztes gestrichen. Genau. Und auch die Farbe an den Wänden haben wir jetzt so gestern so ein bisschen rumgedacht und haben dann so überlegt, dass wir hier Magnolie wieder machen, also ein leichter Gelbstich komplett, dass wir diese Holzleisten aber dran lassen. Ja, weil ich finde die gar nicht so schlecht. Die werden wir aber weiß streichen, also alles Magnolie weiß streichen. Der Boden wird weiß gestrichen, damit er mit dem Sunroom, sozusagen der ja hier hinter ist, quasi harmoniert. Der wird nämlich auch weiß. Ja, genau, so hatten wir das jetzt überlegt und ich glaube, das ist eine ganz gute Lösung erstmal. Und wir werden sehen, was wir dann noch übers Jahr alles schaffen. Und erstmal das Wichtigste und dann haben wir erstmal hier und können wir uns hier erstmal wohlfühlen. Ganz genau. So, wirkt auch schon heller und freundlicher. Also die Gardinen waren sehr, sehr grau und dunkel. Jetzt glänzen sie und jetzt so schön. Ja, zum Mittag hatten wir Nudelsuppe und Knödel mit Soße und Gemüse. Steht da noch alles rum. Aber ich gehe jetzt erstmal aufs Sofa. Ich fühle mich nämlich auch nicht gut. Ja, hier die Tür ist mega nass. Da hatten wir unsere Jacken da ja dran hängen. Und es hat geschwitzt und hat quasi die Farbe gelöst von der Tür. Das heißt, wir können da jetzt erstmal nichts hinhängen. Ja, ich werde mich jetzt mit Penny ein paar Minuten aufs Sofa legen. Ne? Schön kuscheln in die Decke und Kaffee trinken und was gucken. Ne? Ja, machen wir. Ja,
wollen wir mal schauen, ob wir dann Weihnachten krank sind. Ja, ich fühle mich auch gar nicht gut. Ich merke halt, wie sich das hier wieder so zusetzt. Es ist erst 8 Wochen her, die letzte Erkältung. Es ist halt einfach die Zeit und alle sind krank. Ist halt einfach so. So, also wenn ich jetzt Zucker finden würde und Mehl, dann könnte ich Plätzchen backen. Mehl habe ich schon mal. Ich hoffe, das reicht. Auch für ein Bananenbrot. Ich habe zumindest Braunzucker. Ist doch auch schon mal was. Ja. Das andere ist noch verpackt. Spaghetti und ein leeres Glas. Naja, dann immerhin. Immerhin. So. Dann kann ich ja jetzt mal gucken, ob ich den Mürbeteig fertig mache. Und dann packe ich ihn in den Kühlschrank und in der Zeit mache ich dann ein Bananenbrot. So, das ist jetzt mein Teig. Der kommt jetzt so lange, wie ich möchte, in den Kühlschrank. Und dann wird er später ausgerollt und Förmchen gestochen. Ich habe hier noch 3 Stück. Ich habe leider keine Folie gefunden. Deswegen nehme ich Gefrierbeutel. So, wir waren gerade einkaufen. Deswegen musste ich leider unterbrechen mit dem Keksteig. Der liegt immer noch im Kühlschrank. Das hat ja nichts. Aber wir haben Gott sei Dank Brot bekommen. Körnerbrot, da friere ich immer die Hälfte komplett ein, also beide Hälften ein. Ich teile das in 4 Hälften und normales Mischbrot. Dann noch schöne leckere Brötchen haben wir noch gekriegt. Richtig toll. Nur leider kein Puderzucker. Ja. Eis haben wir gekauft und Kamin ist angefeuert bei -2 Grad. Und es wird auch noch kälter heute Nacht. Davon den Feuerholz. Säcken haben wir auch noch 3 oder 4 mitgenommen. Ja. Ja. Naja, so ist es. Eine Decke fällt mir gerade ein. Haben wir noch mitgenommen. Hier so eine graue. Die passt dann ganz gut aufs Sofa. Die kann man immer gebrauchen. Ja, gut. Lebkuchen hatten wir. Ganz was Leckeres. Ich habe die noch nie gekauft. Hier ist das mit Zimt und Orange. Lebkuchen, die sind richtig lecker. Die habe ich bei der Kasse gesehen. Und Penny mag die wohl auch. Oder? Mmh, yummy. Lecker, lecker, lecker. Ein paar Kekse sind schon verschwunden. So, Thomas wieder am Streichen. Immer selbe Streichen, anderes Zimmer heute. Ja. Und ein blödes Zimmer, dieses winzig kleine Bad, wo man sich nicht drehen und wenden kann, das ist der Horror. Das glaube ich dir. Naja, blitz halt noch einmal durch, noch einmal drüber. Dann, ne? Ja, ein zweites Mal mache ich ja immer, aber ich hoffe, dass ein zweites Mal reicht. Hoffen wir mal. Ja. Wahnsinn, wie rosa das hier ist. Ja. Also es sieht viel, viel besser aus. Ja. Mit der Farbe, aber ja gut, abwarten. Hm. Ja, das ist Thomas nach der Arbeit. Jo. Armer Mann. Weil nach der Arbeit ist vor der Arbeit. Hm. Ich mache hier schnell Bananenbrot, ich habe jetzt Küche aufgeräumt, Plätzchen sind fertig. Ja. Und dann essen wir bald Abendbrot, wenn du mit dem Zimmer hier durch bist, mit dem Bad. Mit dem Bad durch bin. Das raus ich weg. Kekse. Wenn ich mit dem Bad durch bin, komme ich auch. Ja, wenn du mit dem Bad fertig bist, dann kommst du. Jo. So. Ja, also Kind haben die Kekse auch gut geschmeckt. Ja, sehr schön. Ja, meine Lieben, also mir hat das Backen noch nicht gereicht. Ich möchte gerne jetzt noch ein Bananenbrot backen, weil wir so viele Bananen haben, die reif sind. Allerdings habe ich keinen Vanillezucker noch nicht gefunden. Der ist irgendwo in den Kartons noch verschollen von Kerstin und Ronny, genau. Jetzt mache ich es ohne Vanillezucker, einfach nur Zucker und das geht auch. Genau. Ja.
Ich backe allerdings, mal gucken, ich habe so kleine Förmchen. Die sind wesentlich kleiner wie die andere. Und ich war, also ich habe jetzt so die Hoffnung, dass das zwei Stück werden. Und wenn es zwei Stück werden, da unten sind sie, dann, ah ja, locker, es werden zwei. Dann friere ich nämlich eins ein und ich muss auch noch Brot einfrieren, fällt mir ein. Ja, genau, das sind die kleinen Formen, die haben wir gekriegt, obwohl ich die, glaube ich, eher hier nehme. Und die nehme ich auch immer für Hackbraten und so. Ich habe sogar drei kleine. Ich glaube, ich nehme die. Die haben wir mal geschenkt bekommen. Okay, so, dann werde ich jetzt mal backen. So, Alexa, wie lange geht der Timer noch? Du hast 29 Minuten verbleibend auf deinem 45-Minuten-Timer. Also noch 29 Minuten und dann ist es fertig. Sieht doch schon mal sehr gut aus. Ja, die gehen völlig gut hoch. Eins werde ich einfrieren und eins werden wir jetzt essen und Brot werde ich noch einfrieren gleich und die Küche weiter aufräumen. Weil das sieht jetzt nämlich so aus. Ein bisschen viel abgewaschen. Ja, das muss ich auch noch wegräumen. Achso, wenn ihr das Rezept gerne haben wollt, müsst ihr mal auf meinen Kanal suchen unter Bananenbrot. Dann werdet ihr das Video finden. Das ist schon über 2 Jahre alt. Fast 3 Jahre sogar schon. Im Januar sind schon 3, Februar schon 3 Jahre, wo Corona anfing, genau. Und was wollte ich nochmal sagen? Ja, genau, ich werde für euch jetzt gleich mal die Weihnachtsstadt anleuchten. Da fehlen mir auch noch ein paar Batterien. Wir haben ja diese aufladbaren immer, ne? Und ja, und dann werden wir Abendbrot essen und dann ist der Tag auch gelaufen. Ich denke, ich war doch schon ziemlich erfolgreich. Einkaufen waren wir. Mittagessen gekocht, Brot gebacken, Bananenbrot, Kekse gebacken, ja, Wäsche gewaschen und. Nur keine Kisten ausgeräumt. So, mein lieber Schatz, du bist schon hier beim Raum angelangt. Also Thomas hat schon gesagt, es muss zweimal gestrichen werden, weil das Rosa schon sehr durchkommt. Ja, so, hier hat er schon einmal Bad, das Magnolia. Das sieht schon gut aus. Ja. Wird. Boah, die Farbe, die stinkt. Ich kann mir nicht helfen, aber die stinkt dermaßen. Da ist die Farbe. Ach so, den Boden hatte ich noch gar nicht richtig gezeigt. Ich glaube, nur bei einem Anstrich. Das sind jetzt 3. Das ist, glaube ich, das einzige Zimmer, wo 3 sind, oder? Ja. Im Flur. Küche auch. Ach, Küche auch da, ne? Ja, und wenn wir dann ganz viel Langeweile haben, machen wir noch die Leisten in der Farbe.
Ich glaube, ich lasse dich, ich mag den Kontrast. Du magst das so? Ich muss das hinterher im Gesamt sehen, aber ich glaube, das mag ich. Naja gut, ist ja auch dein Schlafzimmer. Ja. Da rede ich dir nicht rein. Total lieb von dir. Ich mache dir noch einen Kaffee, mein armer Schatz. Ja, danke schön. So, meine Lieben, jetzt ist hier Sabbat. Thomas macht noch ein paar Minuten weiter, der will sein Tagesziel erreichen. Ich habe mein Tagesziel erreicht und dann würde ich sagen, wir sehen uns in meinem nächsten Christmas-Vlog, wenn ihr wollt. Also, bis dahin, euer Kleeblatt. Tschüss.